Moin, meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zum Car Mechanic Simulator 2018 heißt der, ne? Der ist gar nicht 2017, der ist 2018. Wir sind in unserer Werkstatt zurück und wir machen heute mal eine relativ kurze Folge, nachdem ich beim letzten Mal, also ihr habt es ja gesehen, ich habe ja noch den Motor vom Dodge komplett auseinander und wieder zusammen und das schneide ich da zwar zusammen, aber die Aufnahme dauert doch recht lange, deswegen heute kümmern wir uns direkt mal um den Kollegen hier. Das ist ein, was ist denn das hier? Ein Salem Flamo und der möchte einen Ölwechsel gemacht haben, das heißt, es sollte ziemlich schnell machbar sein. Wir müssen einmal den Ölfilter finden. Den bauen wir aus und wir wechseln das Öl. Ist das der... Nee, Kraftstofffilter. Kraftstofffilter. Wo haben wir den Ölfilter bei dem Kollegen? Jedes Auto hat die Filter woanders. Anders da unten. Zugang vom Fahrwerk. Ach Gottchen, den müssen wir hoch machen, damit wir an den Ölfilter kommen. Bei manch anderem Auto kannst du einfach zack, zack. Aber die liegen halt wirklich bei jedem Auto woanders, die Teile. Das macht es halt nochmal ein bisschen kompliziert. Wir wissen zwar dann irgendwann, wie die Teile aussehen und wo wir so grob suchen müssen. Aber bei jedem Auto sind sie dann doch nochmal woanders. So, können wir den möglicherweise reparieren? Nein. Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass man einen Ölfilter reparieren kann. Das würde, glaube ich, nicht so Sinn machen. Manche Teile kann man vielleicht mal abschmürgeln und nochmal ordentlich machen, aber so Filter oder so, die sind halt einfach durch, wenn sie durch sind. Da kannst du nicht viel reparieren. Der hier, glaube ich. Ach, jetzt bin ich wieder an den PC gegangen. Wir haben doch das Tablet neuerdings. So, Ölfilter kommt also schon mal wieder rein. Das ging schnell. Jetzt noch einmal kurz Öl raus und wieder rein und dann ist das Auto auch schon fertig. Insofern ist die Reparatur zumindest ziemlich schnell erledigt. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich bei Steam jeden Tag ein Update für den Car Mechanic Simulator. Wirklich jeden Tag lädt Steam irgendwas runter für den Car Mechanic Simulator. Und das zeigt auch wieder wirklich, wie sehr sie jetzt auch daran arbeiten, das Spiel zu dem zu machen, was es sein sollte. Das entschuldigt natürlich noch nicht, dass sie ein relativ verbuggtes Spiel rausgebracht haben. Das sollte man direkt am Anfang schon, also man sollte eigentlich das Spiel schon fertig rausbringen. Ja, aber immerhin... Sie erkennen, dass es nicht richtig lief und fixen wirklich täglich was. Jeden Tag kommen da Updates, das muss man sagen, kann man nur zu gut. So, $60 kriegen wir, der ist auch schon fertig. Direkt geht's weiter mit dem nächsten. Den bewegen wir zur Hebebühne. Vielleicht schaffen wir ja trotzdem 4 Autos, auch wenn wir einen kurzen Part machen, mal sehen. Der Kollege hat nämlich, glaube ich, auch ziemlich wenig. Genau, Radnablager und Stabilisator. Einmal nach oben, das ist ja Aufhängung. Es gibt auch seit dem letzten oder vorletzten Patch gibt es jetzt auch Musik. Das Radio war zum Beispiel, das ist auch so ein Ding. Das Radio war von Anfang an im Spiel. Du konntest auch hier schon auf An- und Radiosender wechseln und so drauf gehen, aber es ist aber nichts passiert. Ja, also das Spiel ist rausgekommen und viele Sachen sind einfach noch nicht drin gewesen. Und es ist kein Early Access Spiel, ne? Das war ein normaler Spiele-Release. Das kann eigentlich nicht sein, sowas. Na gut, jetzt ist jedenfalls auch das Radio drin. Das Problem ist allerdings, oder was heißt Problem? Die Musik ist relativ penetrant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, glaube ich, trotzdem ohne besser. Also man könnte jetzt Musik anmachen und trotzdem habe ich, glaube ich, lieber keine an. So, warte mal, das Ding muss raus. Stabilisator, Koppelstange hinten. Dafür muss trotzdem der Reifen ab. Okay, dann machen wir den Reifen erstmal ab. Vielleicht kriegen wir die 4 Autos ja schon so schnell fertig, dass wir zack, zack. Dann ist das ein 10-Minuten-Part. Mal sehen. So, warte mal, wie komme ich jetzt? Reicht das schon? Ja, Stabilisator, Koppelstange hinten kommt raus. Und dann noch das Ding hier, ne? Hinterer Stabilisator Typ A. Der sieht zumindest ziemlich mitgenommen aus. Ich weiß es nicht. Oder was hat er denn gesagt? Zustand ist ein... Radnabenlager. Ach! Ach! Nee, 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 nee! Das ist ein Story-Ding, oder? Habe ich mir da jetzt eine Story-Mission geschnappt? Ich dachte gerade, der hat ja nur 2 Teile. Radnabenlager und Stabilisator. Aber nee, nee, nee. Fahrwerk ist am Arsch und da sind ganz viele Bauteile. Dann sollte ich vielleicht... das Rad wieder dran machen und dann schicken wir den erstmal auf den... Ich habe jetzt gerade gedacht, das wär's. Nee, nee. Okay, wir kaufen erstmal hier das Teil da. Das ist ein Story-Auftrag, glaube ich. Deswegen ist da auch so viel drin. So, Stabilisator, Koppelstange hinten. Dann bauen wir den schon mal eben wieder zusammen, den Wagen. Und dann können wir nämlich mal schauen. Dann tun wir den auf die Testings und dann schauen wir mal, was da wirklich kaputt ist. Also ich sehe halt dieses Teil da, sehe ich schon, diese Stange, aber... Lieber machen wir den Check auf dem Teststreifen da. Also ihr könnt natürlich auch mal schreiben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik... Ich habe es mal probeweise angemacht und ich fand es eher nervig als positiv untermalend. Ich dachte, es wären nur die 2 Teile. Ich habe den anderen Balken nicht gesehen mit den ganzen Teilen, die noch kaputt sind. Aber Aufhängung können wir hier auf dem Diagnosefahrt eigentlich ganz gut testen. Also vielleicht schaffen wir doch keine 4 Autos, sondern nur 2. Weil der hier könnte ein bisschen länger dauern. Bremsen... Ach nee, eine Bremse ist nicht so ganz gut. Okay, aber ich denke vor allem, die Aufhängung wird problematisch sein. Mal sehen. Ich hoffe, wir finden möglichst viele Teile jetzt hier mit dem Test heraus, dass ich nicht so lange suchen muss danach. Weil die Liste mit den unerkannten Teilen ist ja doch relativ lang. Okay, vorne ist alles in Ordnung. Die Geräusche sind immer so ein bisschen abenteuerlich, muss ich sagen. Okay, jo. Ah, seht ihr, da haben wir doch schon eine ganze Menge gefunden. Das ist sehr gut. Ich denke mal, die 78% Teile, die gelben und so, können wir noch lassen. So, jetzt haben wir ganz viele Teile entdeckt. Allerdings 3, 4, 5 Stück oder sowas haben wir nicht gefunden.
Na gut, da gibt's jetzt also einiges zu erledigen an dem kleinen Kollegen hier. Es scheinen auch immer mal wieder Leute, ich soll mir doch mal hier diese, wartet mal. Ich soll hier diese Sternchen benutzen, dann zeigt einem das das Teil an. Jetzt zum Beispiel, wenn ich hier drücke und dann auf Diagnosemodus. Ach, dann ist das so blau markiert. Ja, aber das finde ich blöd. Ich gucke lieber selber einfach, wo die Sachen sind. Aber ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall einiges abnehmen hier. Das wird ein bisschen aufwendiger, diese Reparatur hier. So, nämlich, wenn ich das hier schon richtig sehe, also, hintere Feder muss auf jeden Fall raus. Die ist mitgenommen. Wo fangen wir denn an? Stabilisator-Koppelstange, die andere Seite, ebenfalls kaputt. So, dieses hier, hinterer Querlenkerarm oben, ebenfalls kaputt, raus damit. Dann hier, hinterer Querlenkerarm, auch kaputt. Dann kommen hier die Gummilagerbuchsen raus, wir nehmen das komplett auseinander, die Seite. Machen wir erstmal die eine Seite, dann haben wir danach ein bisschen mehr Ruhe, dann machen wir die andere Seite danach. So, dann muss ich alles für auseinandernehmen hier. Der Stoßdämpfer muss weg. Die Narbe muss auch weg. Dafür muss allerdings auch die Radnabenabdeckung weg. Und die... Ne, wir müssen wirklich alles auseinandernehmen, ne? Ein Radnabenlager muss raus. Die Narbe muss weg. Und wenn die Narbe weg muss, muss dafür das Ding hier weg. Dafür muss die Bremsscheibe weg. Dafür... Okay, wir müssen es komplett... Ja, es muss komplett auseinandergenommen werden. Du kommst einmal an, das eine Teil nicht dran, weil das andere im Weg ist, und weil das andere im Weg ist, kommst du da nicht dran, und dann im Endeffekt muss alles weg. Die Seite auf jeden Fall, da gibt es einiges, was im Argen ist. Und wenn wir die Seite komplett fertig haben, dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite falsch ist. So, das muss hier noch weg, dafür muss das hier 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 weg. Gott, bei dem muss man sogar die Feder einzeln auseinandernehmen. Bei den anderen kann man die Feder einfach so wegnehmen. Hier müssen wir wirklich... Das wird nachher ein schwieriges Zusammenbauen werden, ich sag's euch. So, die muss weg, dann kann das Ding weg. Und was ist mit dem Kollegen hier? Der kann immer noch nicht weg. Ja, dafür müssen wir auch an der anderen Seite dran. Okay, so viel zum Thema. Wir machen erstmal die eine Seite. Ich glaube, wir müssen hinten einfach komplett alles rausbauen, was irgendwie aufhängungsmäßig involviert ist. Also auch hier die komplette Bremsanlage auseinandernehmen. Es ist halt... Also es sah so aus wie so ein schnell gemachter Auftrag, ne? Es war ja wirklich nur die Liste. Man hat aber zwei verschiedene Listen. Die eine Liste war wirklich ja nur so zwei Teile. Das ist schnell erledigt, aber dann kommt noch das hier und das ist dann ein bisschen mehr. Kann ich den schon wegnehmen? Nein, denn da ist noch irgendwas im Weg, und zwar dieses Teil hier. Ach, jetzt, den haben wir eben schon ausgetauscht, aber der muss trotzdem weg. So, jetzt kann das Teil weg. Okay, der Rest sieht ja eigentlich in Ordnung aus, oder? Ich würde sagen, alles andere sieht okay aus hier hinten. Wir gucken mal noch ganz kurz mit dem Diagnosemodus. Jo, vorne ist auch soweit. Und was sagt uns der... Wie viel Prozent möchtet ihr da haben? 77% minimal. Okay. Aber wir haben jetzt auch alle Teile gefunden. Ja, also seht ihr, alle unbekannten Teile, die waren auch jetzt noch hinten. Die haben wir jetzt auch schon mit rausgenommen. Jetzt geht nur das Gesuche los, welche Teile. Vielleicht können wir ja manche davon reparieren. Wir versuchen es mal. So, 90% Teile wollen wir gar nicht reparieren. Alles, was unter 77% ist. Aber die sind alle... Okay, nö. Ich kann nur die sehr guten Teile reparieren. Und die brauchen wir natürlich nicht reparieren. Ja, jetzt geht das große Shoppen los, ne? Hinterer Querlenkerarm Typ. Ja, jetzt muss er dann auch die Teilebezeichnungen. Eieiei, hinterer Querlenkerarm oben zum Beispiel. Dieser hier. Wir machen das jetzt Stück für Stück. Kleinere Gummilagerbuchsen brauchen wir, glaube ich, mindestens mal 3 Stück. Ist ja jetzt auch nicht so teuer. So, was haben wir sonst noch Schönes? Hintere Feder und Federhaube zum Beispiel müssen auch gekauft werden. Ich glaube, da war auch noch ein Domlager, aber da gibt es, glaube ich, verschiedene. Hinteres Domlager vermute ich jetzt einfach mal. Dann hinterer Stabilisator Typ A brauchen wir auch. Der Wagen hat aber wirklich... Ich hoffe, das ist ein... Ist das ein Story-Auftrag? Ich habe jetzt vorher nicht mehr drauf geachtet. Oder ist das eine ganz normale Reparatur? Den hinteren Stabilisator Typ A können wir ja schon, zum Beispiel schon mal hinbauen. Das ist okay. So, dann haben wir auch die Koppelstange. Haben wir ja schon neue. Die haben wir auch eben schon dran gehabt. Die musste ich ja nochmal abmachen. Können wir die andere Seite auch schon dran bauen. Das hintere Achsschenkelgehäuse haben wir noch nicht geholt. Was ist das für eins? Typ A. Achsschenkelgehäuse. Typ A. Auch wieder 110. Ist alles gar nicht mal so günstig hier. So, das kann dran. Und wenn das dran ist, kann auch der Stabilisator auf der anderen Seite dran. So, soweit dazu. Dann, was haben wir hier Schönes? Da haben wir den hinteren Querlenkerarm oben. Den haben wir neu geholt. Können wir auch schon wieder einbauen. Was haben wir hier Schönes? Hinterer Stoßdämpfer Typ A. Der ist noch in Ordnung. Der kann auch wieder rein. Dann haben wir hier den hinteren Querlenker Typ
Was war das jetzt gerade? Also ihr könnt natürlich mit der Musik auch mal schreiben. Ich habe es halt bei LPN zum Beispiel gesehen, der hatte die Musik an und da haben ganz viele geschrieben, bitte mach die Musik wieder aus. Deswegen habe ich sie bei mir jetzt mal nicht angemacht. Also weil das anscheinend nicht so gut ankommt. Ich fand es halt auch ein bisschen zu laut, vielleicht wenn man es zu leise macht, aber keine Ahnung. Irgendwie finde ich es ohne eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen. Man schraubt ein bisschen, man redet ein bisschen. Es ist so ein entspanntes Spiel eigentlich eher. So, auf der Seite sind wir, glaube ich, fast fertig. Hinterer Querlenker Arm Typ A ist auch noch in Ordnung, kann auch wieder rein. Doch, die Seite sieht gut aus, wir haben das meiste, glaube ich. So, dann kann jetzt auch wieder die Feder dran, da haben wir ja schon die Federhaube gekauft. Dann kommt hier die Feder wieder drauf, die haben wir auch neu gekauft. Dann kommt das hintere Domlager drauf, das haben wir auch schon neu gekauft. So, die Seite sieht fast fertig aus. Bremsscheibe kann wieder dran, die ist auch noch in Ordnung. Das Radnabenlager kann wieder rein, beziehungsweise da haben wir noch nicht, müssen wir noch neu kaufen. Gibt es auch nur eins von. Dann haben wir noch die Radnabenabdeckung, die ist noch bei 100%. Dann die Bremsklötze sind auch noch bei 90%. Dann die Bremse. Boah, alles auseinandergenommen, ne? Und damit ist die eine Seite, glaube ich, fertig. Und ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Ja, soviel zum Thema, man macht mal schnell die Reparatur, ne? Der Wagen ist tatsächlich eine Großbaustelle. So, nächste Seite. Da war die Feder in Ordnung. Hier haben wir allerdings auch diesen hinteren Querlenkerarm. Und da brauchen wir noch eine kleine Gummilagerbuchse. Ja, aber man kann grundsätzlich schon sagen, seitdem wir jetzt hier das Tablet haben, es geht schon alles nochmal schneller. Immer dieses Zurücklaufen zum PC hat einen halt schon aufgehalten. Du musst komplett raus, rüberlaufen, PC öffnen, nachgucken. Und jetzt, wenn man einfach zack, zack, Tablet öffnet, geht es doch alles deutlich schneller. So, die Radnabe ist noch in Ordnung. Mit 79 so gerade noch im Rahmen. Er will mindestens 77 haben, insofern geht es noch. So, Radnabenlager. Andere Seite ist auch in einem schlechten Zustand. Da müssen wir auch noch eins kaufen. Und dann sind wir, glaube ich, aber mit dem Wagen auch fast schon fertig. Es war wirklich alles hinten und wir hatten Gott sei Dank alle Teile auch direkt gefunden, die jetzt gefehlt haben. So, Radnabenabdeckung haben wir noch. Dann kommt die Bremsscheibe. Und jetzt gleich ist nur die Frage, haben wir irgendwas vergessen? Ich hoffe nicht. 78% die Bremsbacke. Das ist gerade so noch im Rahmen. So, und Sportreifen hat er auch drauf. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Vorne ist alles, ja, alles Häkchen. Wir kriegen 400 Gewinn, 1057 kriegen wir. Und so viel zu dem Thema, es fehlt trotzdem was. Die Gummilagerbuchse fehlt, aber wo denn? Jo, da habe ich was vergessen. Die Gummilagerbuchse habe ich nicht wieder eingebaut. Und jetzt zufrieden? Jo, sehr schön. Der ist fertig repariert, wunderbar. Kriegen wir dafür? Ja, wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Was wollen wir denn mal schönes skillen? Schraube an und ab, 100% schneller. Das ist sehr verlockend. Reparaturerfolg bis zu 65% ist ebenfalls sehr verlockend. Schaltet das elektronische Messgerät frei. Ein einfaches, aber nützliches Gerät. Du kannst damit alle elektronischen Verbindungen und Resistanzen prüfen, um das Gerät zu benutzen, wähle es im Menü. Ist auch nicht schlecht. Genauso wie das OBD-Diagnosegerät. Ich muss sagen, bei der Stufe hätte ich gerne alle Sachen. Also sagen wir, das hier brauche ich nicht unbedingt, das brauche ich nicht unbedingt, das brauche ich nicht unbedingt. Und die Sachen spare ich mir auch. Aber hier in der Spalte, ich will sagen, wir nehmen erstmal ein Messgerät. Wir nehmen das elektronische oder wir nehmen erstmal die Onboard-Diagnostik. Damit fangen wir an, danach machen wir die anderen drei Sachen. Okay, der Wagen ist fertig. Auf der Prüf hatten wir auch keinen mehr, ne? Nee, dann haben wir ja sogar noch Zeit. Also einen dritten schaffen wir vielleicht schon noch. Je nachdem, was wir uns jetzt raussuchen. Wenn es viel ist, Filter auswechseln, Aufhängung. Problem mit den Bremsen, da sind wir ja schon Meister drin. Eine Generalüberholung des Fahrwerks. Hm, genau. Genau. Wir nehmen erstmal hier so ein Smith 1500, wo die Filter gewechselt werden müssen. Das geht hoffentlich schön schnell. Dann haben wir drei und wenn wir richtig schnell sind, kriegen wir vielleicht sogar noch einen hin. So, was für Filter will der gewechselt haben? Luftfilter, Ölfilter. Seht ihr, dies sollte doch mehr als schnell gehen, auch wenn der Motor alt ist. So, warte mal. Zack, zack. Mal gucken, wie schnell ich den finde, den Filter. Hier, Ölfilter. Ernsthaft, den muss ich vom Wagen... Okay, und der andere? Ölfilter, was hat er gesagt? Luftfilter? Oder welcher war der andere? Ja, Luftfilter. Dafür müssen wir einmal hier an den. Süß, dieses alte Teil hier. Oh, nein. So, den Luftfilter. So ein runder Luftfilter und dann müssen wir einmal hochschrauben für den Ölfilter. Also, ich würde sagen, wir schaffen doch vier. Und es ist zwar dann trotzdem ein kurzer Part, aber wir haben zumindest unsere vier Reparaturen des Tages gemacht. So, Ölfilter war irgendwie hier so. Genau. Einmal R6 und einmal den Luftfilter im Kreis. Filter. Ölfilter R6. Das ist der weiße. Und dann hatten wir noch den Luftfilter. Das war so ein runder. Und wenn das jetzt schon alles war, dann war das aber wirklich eine der schnellsten Reparaturen bisher. So, einmal runter noch von der Bühne. Süß, so ein alter Motor, ne? Da geht das alles relativ einfach noch. Da kommt man überall gut ran. So, Luftfilter ran. Zack.
Decke wieder drauf. Ich würde sagen, ich würde zwar sagen, der Wagen hat auch noch andere Probleme, da ist ziemlich viel Rost. Aber wenn das schon alles ist, dann sind wir hier auch schon fertig und kriegen insgesamt 14 Dollar Gewinn. So, schaffen wir doch noch einen. Seht ihr? Das hier ist der nächste Story-Auftrag. Oh, guck mal hier, neues Auto. Ein FMW Roadster, der sieht natürlich geil aus. Den muss ich einfach annehmen, weil ich Bock habe. Den schaffen wir vielleicht nicht mehr ganz, aber ich muss ihn zumindest annehmen. Er sieht geil aus. Auch ein bisschen Rostproblem. Sieht so ein bisschen aus wie ein Z4. Nee, ich glaube, es soll ein Z4 sein. Ich würde sagen, also von hinten auf jeden Fall. Das sieht aus nach einem BMW Z4. So, der sieht aber auch schon ziemlich... Was hat der... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, den kriegen wir heute nicht mehr ganz fertig, aber... Vielleicht können wir schon mal anfangen mit ein bisschen auseinandernehmen. Und dann haben wir danach noch einen Story-Auftrag und zwar hier, Salem Kiran. Ich habe dieses Fahrzeug von einem Bekannten erworben, der schnell an Geld kommen musste. Er versicherte mir, dass das Auto fahrtauglich ist, aber irgendwie schwenkt es immer nach rechts und dann auch noch dieser komische Geruch wie Champignons. Soweit ich mich erinnern kann, arbeitet er im Büro und ist kein Händler. Naja, könnten Sie prüfen, was da los ist und das Auto reparieren. Schickes Auto, ja, in Rot. Immer diese Bekannten, die schnell an Geld kommen müssen. Da wäre ich direkt schon mal immer aus Prinzip ein bisschen vorsichtig. Ja, den habe ich jetzt nur angenommen, weil es ein neues Auto ist und weil es ein schickes Cabrio ist. Ich habe immer gern ein bisschen Abwechslung, was die Automodelle angeht. Ach so, den packen wir vielleicht erstmal auf die... Außerdem können wir da ein bisschen Cabriolet fahren. Ich würde sagen, wenn wir den fertig repariert haben, machen wir mal eine kleine Probefahrt mit dem. Einmal mit dem Cabrio über die Teststrecke. So, da ist aber einiges im Argen, hör mal. Die Bremsen vorne, die Bremsen hinten. Alles ist am Arsch bei diesem Wagen. Wie kann man seinem Cabrio sowas nur antun? Vor allem, weil Cabrio ja fast immer ein Zweitwagen ist. Die wenigsten haben ein Cabrio als einzigen Hauptwagen. Und dann so mit ihm umzugehen, ist halt schon... Sollte man bestrafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das arme Auto, Mann. Ist ja komplett hinüber. Wie kann er nur, wie kann er nur? Na gut, wir kümmern uns drum. So, jetzt müssen wir ganz kurz schauen. Gibt's noch was, was wir reparieren können? Das zum Beispiel. Ansonsten gar nichts? Seht ihr, und direkt haben wir wieder ganz viel Platz im Inventar. So, mein lieber Kollege, dann schicken wir dich mal jetzt wieder nach oben. Vielleicht können wir noch ein, zwei Sachen schon mal auseinanderschrauben oder beim nächsten Mal machen wir den dann flott und fahrtauglich. Aber das scheint ja wirklich einiges am Arsch zu sein. Ich denke, die Reifen können wir aus Prinzip sowieso schon mal abnehmen, oder? Müssen wir wahrscheinlich sowieso. Es gibt fast keine größere Reparatur, wo du nicht die Reifen abnehmen musst. So, Bremsen würde ich sagen, wir nehmen den erstmal auseinander. Wir nehmen den erstmal aus Prinzip auseinander. Der sieht so fertig aus. Radnabe würde ich auch rausnehmen, sieht auch fertig aus. Also wenn ihr mal ein Cabrio haben solltet, pflegt es. Kümmert euch darum. Das arme Auto. Stoßdämpfer sieht auch ziemlich kaputt aus. Machen wir erstmal die eine Seite fertig. Ich muss sowieso gleich mal schauen, wie viel Prozent der mindestens haben will, weil an dem Auto sind ja so gut wie alle Teile zumindest rostig. Also Neuzustand ist da gar nichts mehr, aber wir müssen mal schauen, was für eine Prozentzahl der gerne hätte. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann endlich eine Lackiererei oder sowas haben und auch mal ein bisschen Autos lackieren können, dass sie auch mal richtig neu aussehen und sowas. Haben wir halt noch nicht, ne? Bis dahin müssen wir uns wirklich hier mit Bremsen und Aufhängung über die Runden Filter wechseln, Ölwechsel und sowas. So, die eine Seite ist jetzt komplett abgebaut. Jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite, ob das da genauso grausam aussieht. Die Bremsscheibe würde ich zumindest mal auswechseln. Die sieht auch ziemlich kaputt aus. Aber ansonsten sieht die Seite insgesamt noch besser aus. So, und dann hat er vorne noch ein Problem mit dem Domlager. Das heißt, da müssen wir aber ja auch ran wahrscheinlich, ne? Ich sag ja, es geht meistens... Meistens fängt alles damit an, den Reifen abzumachen. So, Bremsscheibe vorne. Es sieht mir auch schon wieder zu ranzig aus. Müssen wir auch mal abnehmen. Das wird wieder ein buntes Zusammenbauen nachher, ich sag's euch. So, machen wir hier die Koppelstange muss weg. Damit wir an den rankommen. Dann kommt der Stoßdämpfer raus. Und da ist nämlich der Sturmlager oben am Arsch. Eieiei, der ist ja komplett. Wie viel Inventarplatz? Ja, seht ihr hier. Alles und die meisten Teile davon sind kaputt. So, jetzt nehmen wir erstmal die eine auseinander. War sonst noch was? Oder haben wir jetzt das meiste? Ich glaube, das meiste haben wir. Zumindest von den Sachen, die uns angezeigt werden. Und ich habe doch noch irgendwas gesehen, was hier nicht ganz gut aussah. Jo, Radnaben... Radnabenlager oder was das ist hier. Wie sieht's aus, ha? Huh? Zylinder der Bremse... Ja, ich kann immer nur die guten Teile reparieren, die quasi sowieso noch in Ordnung sind. Aber da lohnt sich's ja nicht. Die brauche ich nicht zu reparieren. Die sind sowieso noch in Ordnung. Der möchte mindestens, 54% haben. Das eine oder andere Teil muss ausgetauscht werden. Und ich hätte jetzt halt ganz gerne, dass ich einfach von hier aus quasi... automatisch alle Teile auf den Einkaufszettel packen kann und das geht, glaube ich, nicht. Das wäre mal eine sinnvolle Funktion. Jetzt einfach zu sagen, Teile auf die Einkaufsliste, fertig. Vorderes Domlager.
Dann bauen wir die schon mal wieder zusammen. Dann ist ein Teil schon mal aus dem Sinn quasi. Ein Teil schon mal fertig. Aber insgesamt wird diese Reparatur wird sich noch ein bisschen hinziehen. Die ist sehr umfangreich. Der hat ja wirklich alles am Arsch quasi. Das ist unglaublich. Und so viele verschiedene Stellen, wo man was rumschrauben muss. Meine Güte. So, den Stoßdämpfer bauen wir schon mal wieder ein. Aber ansonsten... Spurstangenkopf kann ich schon mal machen. Das ist das Problem. Ich kann mir immer nicht merken, was alles gemacht werden muss. Man müsste halt eigentlich die Sachen vorher schon auf die Einkaufsliste tun, so wie es halt gedacht ist. Aber das finde ich nervig. Ich baue den mal lieber erst aus und gucke dann, was gemacht werden muss. Den können wir auch schon mal machen. Dann machen wir zumindest vorne schon mal die eine Seite fertig. Und dann geht es beim nächsten Mal nur noch darum, hinten fertig zu machen. Ratten am Lager aber auch, ne? Ich glaube auch, ja. Wir kaufen einfach schon mal. Ne? Ob wir es jetzt brauchen oder später, mein Gott. So, Ratten am Lager. Ja, haben wir auch noch eins, was okay ist, aber das andere war auf jeden Fall am Arsch. Die Antriebswelle ist in Ordnung, die ist bei 60, damit kommen wir klar. So, Bremsscheibe 55. Warte mal, wie viel wollt ihr haben? Ja, 54. Seht ihr? 55. Die Bremsscheibe geht sogar noch. Sieht schon ziemlich mitgenommen aus, aber die ist noch in Ordnung. Da ist er okay mit. Bremssattel auch. 72, 73, alles ran da. Ja, vorne ist gemacht. Und dann kümmern wir uns beim nächsten Mal noch um den hinteren Teil, um den Arsch des BMW Z4. Schönes Automobil, aber leider sehr schlecht gepflegt, ne? Das war's für diesen kleinen Part Car-Simulator heute. Ich weiß, mal ein bisschen kürzer als sonst, aber muss auch mal sein. Trotzdem einen schönen Start in die Woche. Lasst einen Daumen da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bis die Tage, euer Walle. Bye, bye.